Ein Mensch hat oft ein bestimmtes Weltbild, eine bestimmte Erwartungshaltung oder eine bestimmte Meinung zu bestimmten Themen. Und sie verstehen sich meistens ganz gut mit anderen Menschen, die auch so denken und fühlen wie sie. Das sind auch meistens Freunde. Aber manchmal rückt ein Freund von seiner Meinung ab und die Freundschaft ist plötzlich nicht mehr so harmonisch wie vorher. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt die Meinung des Freundes an, vielleicht nehmen aber auch alle Freunde die gleiche Meinung an, was auf Dauer etwas langweilig ist. Oder man reibt sich bei diesem Thema und bedenkt, dass wenn andere Freunde auch eine andere Meinung zu etwas haben, dies nicht die Freundschaft belastet, sondern sie bereichert. Wichtig ist, dass das Ganze trotz Reibung harmonisch bleibt. Es gibt aber Leute, die lassen sich in so eine Gruppe nicht wirklich integrieren. Das macht auch nichts. Sie haben einen anderen Freundeskreis, wo sie sich einfügen können. Und so gibt es viele Gruppen und viele Freundeskreise, die nebeneinander existieren. Manche Gruppen sehen auch anders aus und vielleicht klingt eine bunte Gruppe interessanter. Und so gibt es viele Gruppen und Meinungen, die zusammenleben können. Kann man auch zu viele Freunde haben? Klar, wenn plötzlich Leute mitmischen, die man gar nicht wirklich kennt. Dann geht es darum, die richtigen wahren Freunde rauszufiltern und übrig zu lassen. Manchmal muss einem Freund zu Ziel verhelfen. Wir sind ein Teil eines Ganzen und wir bestimmen, wie die Welt klingt.